Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Rabe. Ihr seid richtig hier auf meinem Kanal und hier geht es um die Themen Börse, Investment und Trading. Und Thema Trading. Eine Frage, die immer wieder mal so gestellt wird, ist: Mensch, wie geht denn das überhaupt mit dem Shorten? Ich habe das Gefühl, der Markt geht jetzt runter. Kann ich denn nicht Aktien, von denen ich erwarte, dass sie fallen, wie kann man denn die shorten, ne? Und wie das genau geht und was man da beachten muss und warum es vielleicht gar nicht immer so eine tolle Idee ist, Aktien zu shorten, das erkläre ich euch jetzt in diesem Video. Also, wie shortet man Aktien? Ne? Die meisten kennen das ja nur, indem man sagt, naja, ich kaufe halt irgendwie ein Derivat darauf. Das heißt, ich kaufe ein Zertifikat, ein sogenanntes Short-Zertifikat oder ich kaufe vielleicht einen Optionsschein oder einen CFD. Aber die wirklichen Profis, die setzen das eigentlich in der Regel nicht mit einem Derivat um, sondern die machen das oftmals in den Aktien direkt. Und ich will euch das mal an einem Beispiel erklären, und zwar, ich habe mir auch ein paar Sachen dazu aufgeschrieben. Wir nehmen mal eine Aktie, die wirklich momentan auch fällt. Und zwar ist das die Sears Holding, eine große Warenhandelskette aus den USA. Und wenn ihr euch mal hier den langfristigen oder etwas längerfristigen Chart anschaut, dann seht ihr, dass die ja wirklich seit Jahren fällt, trotz boomender Börsen. Und meine Prognose ist mal, dass diese Firma mit großer Wahrscheinlichkeit bankrott gehen wird. Und da macht es da eigentlich Sinn zu sagen, Mensch, dann setze ich auf den fallenden Kurs. Ne? Dass diese These übrigens nicht ganz so aus der Luft gegriffen ist, sieht man unter anderem daran, und ihr seht das hier im Bild, in Kanada, da gab es auch eine Sears Holding, ne? Sears Canada, und die hat jetzt schon Gläubigerschutz beantragt. Das heißt, die sind im Grunde genommen schon pleite. So, und wie gesagt, in Amerika, da wird es wohl auch nicht mehr so ewig gehen, auch wenn die Webseiten noch okay ist, ob es immer noch Läden gibt, aber die schließen Woche für Woche, müssen die Läden zumachen. Also bei denen läuft es wirklich relativ schlecht. So, prinzipiell ist das Verkaufen oder das Leerverkaufen, Shorten heißt ja nichts anderes als Leerverkaufen von Aktien, viel weniger ertragreich, als sich das die meisten denken. Die meisten denken immer, naja, wenn es halt runtergeht, dann shorte ich eine Aktie. Ne? Aber man muss ganz klar sagen, es gibt nur ganz, ganz wenige, auch gerade Fonds, die darauf spezialisiert sind, die mit dem Shorten von Aktien wirklich Geld verdienen. Warum ist das so? Unter anderem, das ist ein Punkt, ist es natürlich so, dass Aktien mehrheitlich oder in der Mehrzahl der Zeit einfach steigen. Das heißt, du handelst immer gegen den langfristig übergeordneten Trend. Ja, ihr kennt diesen Spruch, langfristig steigen die Aktien. Das stimmt nicht auf einzelne Aktien, aber das stimmt natürlich auf den Index. Wenn jetzt aber die meisten Aktien steigen und du musst dir diejenigen raussuchen, die gerade schwach sind, dann ist das natürlich ein schwieriges Spiel. Ihr wisst, die Flut hebt alle Boote. Klar, in einem Bärenmarkt macht das natürlich absolut Sinn, aber da gibt es natürlich auch noch ein paar, Dinge, die man beachten muss. Wie geht das jetzt überhaupt, dass ihr eine Aktie shorten könnt? Na, ihr habt sie nicht im Depot, das heißt, ihr wollt sie leer verkaufen, weil wenn ihr sie im Depot hättet, dann würdet ihr sie verkaufen, wäre es ja kein Leerverkauf, dann wäre es einfach, ich habe die Aktie, ich denke, sie fällt, schmeiße ich sie raus. So, was ist ein Leerverkauf? Als allererstes müsst ihr euch diese Aktie einmal leihen. Wo kriegt ihr die her? Ihr merkt das gar nicht. Das heißt, ihr könnt in eurer Plattform, in eurer Broker-Plattform die Aktie einfach aufrufen. Die meisten Broker erlauben das. Wenn ihr einen Broker habt, der das Leerverkaufen nicht erlaubt, dann wisst ihr schon mal, das ist kein professioneller Broker. So einfach ist es. Ne? Okay, also ihr leiht euch quasi diese Aktie von eurem Broker und der wiederum leiht sie sich auch von jemand, und zwar von jemand, der diese Aktie hat. Also wenn du selbst zum Beispiel Aktien hast, dann kannst du einer Aktienleihe zustimmen. Manche sehen das kritisch, ich sehe das überhaupt nicht kritisch, sondern es ist eigentlich eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen, zusätzlich Geld zu verdienen. Warum? Wenn du Aktien hast und du verleihst sie, dann gehören sie dir immer noch. Ne? Du bist immer noch der Besitzer, aber für diese Leihe verlangst du natürlich Geld, und zwar einen Zinssatz. Der ist ganz, ganz unterschiedlich, von wenig bis extrem viel, wir kommen gleich drauf. Und dieses Geld bekommst du nicht voll. Bei meinem Broker ist es zum Beispiel so, der behält 50%, dafür wickelt er auch alles ab. Das ist übrigens bei den meisten so. Und das heißt, es ist zusätzliches Geld, was du einnehmen kannst. Ne? Du besitzt die Aktie und dadurch, dass du sie jemandem verliehen hast, kriegst du noch Geld. So. Derjenige, der sie sich jetzt geliehen hat, der muss jetzt diesen Zins an dich bezahlen, und jetzt
hat er sie dir quasi geliehen und jetzt verkauft er sie. Was ist seine Intention? Er hofft natürlich, dass er sie zu einem späteren Zeitpunkt billiger zurückkaufen kann. Also er verkauft die jetzt für 100, die fällt auf 80, er kauft sie für 80 zurück, gibt sie dir zurück und hat eben dann die Differenz 20 Gewinn gemacht. So, kommen wir mal auf diese Zinsen. Was denkt ihr jetzt, wie hoch diese Zinsen sind? Ne? Und ich habe mir bewusst mal die Sears Holding herausgesucht, weil, und das ist auch der Grund, warum Leerverkauf in der Regel nicht funktioniert, die Zinsen teilweise exorbitant hoch sind. Bei Sears sind die Zinsen momentan, und jetzt hört zu, 103%. Das heißt, du musst im Jahr 103% Zinsen zahlen auf den Wert, den du dir ausleihst, damit du sie leer verkaufen kannst. Und jeder, der jetzt mal ganz grob ein bisschen überschlägt, wird feststellen, das macht überhaupt keinen Sinn. Richtig, macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, eine Sears zu shorten ist zwar vom Chartbild her super, ne, bringt aber überhaupt nichts, weil du eben so viel Zinsen bezahlen wirst, weil wenn die 100% fällt und du hast 100% Zinsen, bringt also gar nichts. Ne? Hast du also nichts davon und deswegen macht das keinen Sinn. Bei anderen Aktien, ich habe jetzt mal zum Beispiel geschaut, eine Volkswagen, ne, ist auch eine Aktie, die nicht so prickelnd ist, sind es momentan 0,3%, die du im Jahr bezahlst. Also gut wie nichts. Eine Tesla sind momentan 0,8%, aber beispielsweise eine Snapchat, ne? SNAP, Snap ist da ja die Abkürzung, bei der, wenn du die dir leihen willst, um sie zu shorten, momentan die Verleih- oder die Leihzinsen 50% oder über 50%. Ne? Also auch da muss ganz schön was passieren, dass du damit Geld machst. Und deswegen lohnt sich das einfach nicht. Bloß die meisten wissen das nicht. Die drücken auf den Knopf, sagen, ah, super, ich habe die Aktie leer verkauft und sehen dann auch, dass die Aktie nach unten läuft, sehen aber nicht, dass im Hintergrund ihnen Zinsen abgezogen werden, wo das alles aufgefressen wird. Ne? Also deswegen guckt da auf jeden Fall vorher hin. So, jetzt gibt es noch eine Besonderheit, die ihr beim Leerverkaufen beachten müsst, nämlich, wie ist es denn mit der Dividende? Was passiert eigentlich mit der Dividende, wenn so eine Aktie Dividenden zahlt? Jetzt haben wir bei Sears Holding das Problem nicht, die zahlen schon lange keine Dividende mehr, aber angenommen, es passiert, oder ihr habt eine Firma, die ihr leerverkaufen wollt, beispielsweise eine Volkswagen, und die zahlt Dividende. Wie ist das dann? Also, ich besitze die Aktie, ich würde eigentlich die Dividende bekommen. Jetzt habe ich aber die Aktie ja nicht direkt im Depot, sondern ich habe sie dir ja geliehen, du hast sie leer verkauft und du hast sie gleich noch wieder weiterverkauft. Das heißt, irgendeiner hat sie ja gekauft von dir, der hat meine Aktien von dir gekauft. Und was passiert jetzt? Die Gesellschaft schüttet jetzt die Dividende aus. Die bekommt jetzt derjenige, der sie von dir gekauft hat. Da ich aber eigentlich einen Anspruch drauf habe, auf diese Dividende, musst du sie mir zahlen. Das heißt, der Leerverkäufer muss die Dividende bezahlen. Ne? Und was bedeutet das? Auch das ist wieder negativ für ihn. Ne? Er muss nämlich aus seinem Cash heraus die Dividende bezahlen. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum so Monatszahler, also zum Beispiel die REITs in den USA, nicht so gerne geschortet werden, weil du müsstest jeden Monat halt Dividenden darauf zahlen. Ne? Hingegen Aktien, die keine Dividende haben, sind bei Shortsellern viel, viel beliebter. Und wer jetzt zum Beispiel deswegen ist zum Beispiel eine der Aktionen, die Firmen machen, die von Shortsellern angegriffen werden, oftmals hinterher, ich zahle meine Sonderdividende. Warum? Du drückst damit die Shortseller aus dem Markt. Weil die nämlich sagen, ey, dann muss ich ja diese Sonderdividende zahlen, ne? Selber aus meiner Tasche. Und das tut natürlich dann weh. Also das heißt, das ist oftmals auch so ein bisschen ein Mittel, um die Shortseller loszuwerden. So, das heißt, was musst du beachten? Wenn du Aktien leer verkaufen willst, du musst dir als allererstes leihen, das ist eine Wertpapierleihe, darauf fallen die Zinsen an, die können variieren, das kannst du jeweils abfragen bei deinem Broker. Bei mir beim Broker geht das im Mausklick und dann guckt man da einfach in der Tabelle nach, dann wird es einem sofort angezeigt. Du musst, wenn die Firma Dividenden zahlt oder wenn die Aktiengesellschaft Dividenden ausschüttet, dann musst du sie als Leerverkäufer bezahlen in der Zeit, wo du sie short hältst. Und da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, das Risiko, was ist das? Theoretisch unbegrenzt, ne? weil natürlich die Aktie unendlich steigen könnte. Und noch ein letzter Punkt, der vielleicht interessant ist. Ein Short könnte dir theoretisch immer aufgelöst werden. Warum? Wenn ich sage, ich habe meine Aktien dir geliehen und jetzt will ich sie verkaufen. Damit ich sie verkaufen kann, muss ich sie mir von dir zurückholen. Und das darf ich jederzeit machen. Und wenn du sie eben short hast und ich will sie zurückhaben, dann wird der Trade wieder aufgelöst. Das heißt, es kann auch sein, dass ich dich aus deinem Short herausdrücke, keine Absicht jetzt. Ne? Aber es kann halt passieren. Muss man also einfach mit einplanen, wobei die letzte Variante relativ
selten ist. Deswegen für mich ganz persönlich, es ist extrem selten, dass ich mal Aktien shorte. Das passiert also wirklich sehr, sehr, sehr selten. Wenn, dann immer mit Kombinationen mit Optionen. Anderer Kanal, ihr wisst, Optionsstrategien TV. Und da erkläre ich, wie man das mit Optionen nämlich ein bisschen verbinden kann, um auch diese Zinsen zu eliminieren oder zumindest zu minimieren. Und aber ansonsten muss ich sagen, wirklich, du hast es als Bulle an der Börse viel, viel leichter. Die Bären haben es schwerer und deswegen wird es auch nicht so häufig gemacht. Deswegen ist die Masse der Leute lieber long, als dass sie short ist, weil wer sich wirklich auskennt, der weiß, wie schwer es eigentlich ist, mit Short-Strategien, mit permanenten Short-Strategien Geld zu verdienen. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Video, Themenanregungen, Kommentare, schreibt mir das wie immer in die Kommentare rein und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.